Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Tiberium Conflict Remastered Edition auf Seiten der NOT. Bruderschaft von NOT Remastered. Ganz genau, und ja. Wir haben beim letzten Mal die ersten beiden Missionen hier erledigt. Würde ich sagen, machen wir jetzt direkt mal weiter hier im Sudan. Freunde der Bruderschaft, Ost oder West? Ost oder West, ja, komm, nehmen wir den Westweg hier, so, zack. Machen wir direkt mal weiter. Aber keine Zeit verschwenden hier. Schätze, Kane wird zufrieden sein, wenn ich ihm von deinen Fortschritten berichte. Ein Wort von mir zu Kane bewirkt eine Menge in der Bruderschaft. Hinter diesen Mauern schmachten Freunde und Gefolgsleute der Bruderschaft. Befreie sie um jeden Preis. Erobere das Gefängnis, aber lass es dabei stehen. Okay, also mit dem Invasor rein, alles klar. Ich verstehe schon. Ja, Leute, noch eine Cutscene. Motorräder! Oh, und ein Panzer. Genau, Leute, noch eine Besonderheit hier. Es gibt Motorräder. Genau. So, Leute, da würde ich mal sagen. Hier haben jetzt hier diese Not-Mods. Die Not-Mods, Leute, das sind Raketen. Raketen-Motorräder, Leute. Genau, und wir sehen hier, es gibt... Wir spielen in der Wüste. Und, ach du Scheiße, es sind ganz schön viele Einheiten von denen. Fahr mal lieber wieder nach Hause, du. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir das mal weiter an hier. Zack, zack, zack. So. Wir kriegen wieder mehr Einheiten, liebe Leute. So, das haben wir schon unsere Invasoren. Wer schießt denn da? Da hinten. Okay. Interessant, liebe Leute. Und dann würde ich sagen, wir können ein Radar bauen. Schaut mal hier, Funk- und Radarzentrale. Die braucht 40 Energie. Ah, wir haben genug Strom. Das passt schon so weit. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich mir nochmal die Motorräder hier. Beziehungsweise das eine Motorrad. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir hier Panzer bauen können, Leute. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, diese Motorräder, die eignen sich perfekt, um die Karte aufzudecken, weil die sind halt extrem schnell. So, wir haben jetzt hier auch unser Radar, Leute. Allerdings, keine Waffenfabrik. Leider, leider. Und wir können Raxirus bauen, Leute. Raxirus, die Raketen. Die Raketen-Minikin von den Alliierten damals. Genau, und das, genau das ist das halt. Ne? Wir können Raketen-Minikin bauen. Das erinnert einen stark an die Alliierten. So, dann würde ich sagen, baue ich hier mal die zwei Silos dahin. Und noch eine zweite Kaserne. Und dann würde ich sagen... Wir haben wieder keine Energie. Das mögen sie hier auch, ey. Energie, kritisch, ja. Toll. Aber gut. Und natürlich muss ich hier auch überall draufklicken. So. Ja, sorry, Leute. Ich musste ganz kurz niesen, tatsächlich. So, wollen wir mal ein paar Raxirus. Einfach mal so. Und tatsächlich, also, wir haben hier die gleiche Mechanik auch wieder. Ich nehme mal das nächste Motorrad und fahren wir da oben hin. Einfach mal gucken, was hier abgeht. Ja, die halten halt nichts aus, die Dinger, ne, das ist klar. Aber sind schön flott. Auch im kaputten Zustand sind die noch extrem schnell, muss ich sagen. So, Geldmittel unzureichend, ja. Und tschüss, Motorrad. Genug Stress verursacht hier. Ja, das passt schon so. Ja, kommt. Komm schon. So, da kommt er angeschissen hier mit, oder? So, Leute, dann würde ich mal sagen, nehme ich mir die und erkunde weiter die Karte. Ja, lauf ruhig durchs Tiberium, das ist in Ordnung so. So. Ja, bei denen ist das halt von der GTI, diese Buggies, ach Buggies sag ich schon, diese Wüstenjäger, die sind schneller. Die sind tatsächlich langsamer oder schneller als meine Buggies, ich weiß es gerade nicht. Bin ich mir nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein.
Oh, schaut mal da, ein Verteidigungsturm. Das Pendant zum Bunker in Alarmstufe Rot. Genau. Und dann würde ich sagen, haben wir schon die Basis gefunden. Und hier oben ist schon quasi das Ding, was wir einnehmen müssen. Und da würde ich sagen, mach mal hier die Sachen platt. So, da haben wir schon die Basis gefunden. Das ist ja echt einfach. Aber gut, liebe Leute, würde ich sagen, nehme ich mir jetzt meinen ganzen Trupp hier. Außer die Bargis, weil die Bargis, die lasse ich in Verteidigung stehen. Da schaut, da seht ihr mal die Raketenmännchen. Ja, genau. Zack. Und direkt weg damit. Da. Dann nehme ich mir die jetzt einfach und gehe los. Kommt. Was soll denn der Geiz hier? So. Die Raketenmännchen, die habe ich nämlich für diese Panzer hier mitgenommen. Diese Jeeps. Diese Wüstenjäger. Wenn die nicht schon vorher kaputt gehen. Nee, nee, ist schon okay. Schau mal, wie viel Schaden die Raketenmännchen an denen machen. So, liebe Leute, dann. Im Übrigen auch für den Sammler. Dann würde ich sagen. Der Sammler, der kommt, ne? Der Sammler, der kommt, der wird mich wahrscheinlich direkt wieder versuchen zu überfahren. So, schön platt gemacht hier. Zack. So, Raketen. Zack. Das ist doch easy, Leute. Das ist doch echt einfach jetzt gerade. Joe. So, dann würde ich mal sagen, nehme ich mir gleich die Raketenmännchen, weil der dieser Turm da, der ist das Pendant zum Bunker, das heißt, der ist gegen Männchen echt stark. Aber mit denen hier können wir den, glaube ich, outrangen. Nein, können wir nicht. Schade, egal, dann mach den einfach platt. Los, mach den kaputt. Ihr seht, das Ding ist verheerend gegen Männchen. Mach den einfach platt hier, los. Ey, das habe ich mir aber schwerer vorgestellt, ganz ehrlich. Das mag vielleicht daran liegen, dass normalerweise die Auflösung ist so. Oder noch nicht mal so. So ist normalerweise die Grafik, Leute. Und ja, damit wir... Hier können wir es zum Glück ein bisschen rauszoomen. Weil das war schon echt blöd damals. So, dann würde ich sagen, immer so und geht da rein. Was ist das für ein alliierter Typ wieder, der da... Ach, Alliierter, ich sag immer Alliierter. Für ein GDI-Typi, der da rumläuft. Mach den kaputt da, los. Der hält aber viel aus. Der hat aber viel ausgehalten. So, während die da das erobern, machen wir noch das Dorf da platt, wenn wir überhaupt so weit kommen. Wenn wir überhaupt so weit kommen. Es ist gleich schon erledigt. Ich habe noch gar nicht gespeichert. Brauche ich auch erstmal nicht. Das war's ja schon mit der dritten Mission. Und neue Cutscene. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht wegdrücken. Ich habe nur einmal aus Versehen. Ja, gut. Da sind nur noch Panzer hergefahren. Gummipanzer. Genau, Leute, mit der Bruderschaft von Hamburg Gummipanzer. Und ja, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, 40 GDIs platt gemacht, Bonusgalerie freischalten. Wir haben wieder eine Bonusgalerie. Aber erstmal hier unseren Fortschritt anschauen. Not Fortschritte, GDI-Fortschritte. Oh ja. Wir haben hier, was war das eben? Somalia? Weiß ich gar nicht, auf jeden Fall. Haben wir das Ding hier erobert und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin, aber... Erstmal hier die Bonusgalerie. Wie immer, Leute. Hier, Leute. Ein Wort von mir ist viel wert. Eric Gouche, der in der Rolle von The Seth vor allem Greenscreen-Szenen für die Not-Missionen spielt. Noch ein paar Takeouts hier. Cool, Leute. Die arbeiten hier viel mit Takeouts. Interessant. Gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Verlieren wir keine Zeit hier. Not 4B. So, das war Sudan West. Sudan Ost, genau. Und wir haben jetzt hier auch wieder die Möglichkeit. Wir gehen aber in den Süden, würde ich sagen. Oh. Abfangen des Konvois oder falsche Flagge? Das sind verschiedene Missionen tatsächlich. Hier auch, ne? Nein, hier nicht. Aber hier geht's los mit verschiedenen Missionen. Okay.
Dann mache ich die von oben nach unten, oder? Nee, die eine werde ich mir aufbewahren. Wir gehen in den Süden, Leute. Wir gehen in den Süden. Erstmal. Die GDI schüren den Bürgerkrieg hier. Die Notbrüder brauchen Verstärkung. Not-Einsatzanweisung. Unterstützen Sie die Not-Anhänger gegen die GDI-Eindringlinge. Beenden Sie die GDI-Anwesenheit in dieser Region. Oh, die Cutscene habe ich noch gar nicht gesehen, Leute. Was ist das denn? Das war ja krass. Okay, Leute. Gut, wir haben hier begrenzte Einheiten. Das ist doof. Das ist doof, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, das sollten wir auch so schaffen. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die nächste Mission hier. Die GDI-Eindringlinge. Ja, wir merken schon, hier wird viel mit Schmutzkampagnen gearbeitet. Die GDI, die werden jetzt hier als Eindringlinge dargestellt, obwohl das gar nicht so ist. Naja gut, egal. Da mag jeder eine andere Meinung zu haben, wer hier gut und böse ist. Ein Panzer! Ein Panzer! Was zur Hölle? Okay, da war schon ein fetter Panzer, ja. Ja, das ist der Standard-Alliierten-Panzer. Der mit dem einen Rohr. Hier gibt es keine Doppelrohrpanzer. Und, ja, würde ich sagen. Gibt es hier irgendeine Heilkiste oder so? Die müssen wir hier platt machen, ne? Die GDI-Typen hier. So, mach die GDI platt. So. Das Dorf hier, das können wir nämlich nicht platt machen. Ah, no mercy. Der Soundcheck. Mercy is for the weak. Ganz genau, liebe Leute. No, no. Ach, dieser Soundcheck ist einfach geil. Dieser Soundcheck ist einfach nur geil. Wer hat da wieder geschossen, ne? Now, mercy is for the weak. Ja, ja, klar. So, gut, dann haben wir hier den Grenadier wegmachen. So. Dann hier den. Wir müssen einfach alle platt machen, glaube ich, ne? Wir haben hier so einen Techniker dabei gehabt. Habt ihr das gesehen? So, dann. Ich mach hier diese Truppen da platt. Die Bürger hier auch, bitte. So, hier hat er noch ein paar Grenadiere stehen, tatsächlich. Und ich fürchte, dass das böse enden kann hier. Wenn ich hier weiter Einheiten verliere. Aber wir haben es gleich schon. Was hat er denn da? Das ist ein BMT. Da hat er ein BMT. Oh mein Gott. Mach den platt. Natürlich mit 5. Oh Gott. Haben wir es verloren? Ich war zu schnell. Was zur Hölle? Ja, toll. Jetzt habe ich noch einen Techniker. Mein erster Fail. Mein erster Fail. Oh mein Gott. Der kann nicht schießen, ne? Mein erster Fail hier. Oh mein Gott. Okay. Leute. Neu starten. Scheiße. In der dritten Mission. Oh mein Gott, ist das peinlich. In der vierten Mission. Vierte Mission, ja. Na gut, dann muss ich hier ein bisschen taktischer agieren. Dann kann ich nicht einfach so drauf los. Dann würde ich sagen,
nehme ich mir erstmal die Motorräder und erkunde die Karte. So, da oben sind ja diese Einheiten. Genau. So, einfach hier durchfahren. Da kommt ja gleich der Panzer kommt, ne? Das ist heftig, Leute. Boah, der Soundtrack, Leute. So. Breche auf. Genau, andere Kommandos haben sie hier auch. Ziemlich interessant. Da ist der blöde Panzer. Hat der echt einen schweren Panzer hier, ey. Das ist ein... Der Panzer ist nämlich hier der krasse. Auch wenn er nur ein Rohr hat. Aber die Panzer hier, die sind übel, muss ich sagen. Besser als natürlich die Gummipanzer, ne? So, das Motorrad macht einen guten Job. Bisschen erkunden einfach. So. Dann würde ich sagen, sehen wir ja schon alles, ne? Würde ich sagen, nehmen wir die Jeeps. So. Die beiden Motorräder, die können auf diesen Panzer da gehen. Oh nein, oder auch nicht. Shit. Geh mal weg. Geh mal weg. So. Komm du mal hier hin. Was macht denn der Panzer jetzt hier? Warum kommt der hier hoch, sagt mal. Ja, dann, Boah, dieser Panzer. Der will voll auf meine, Jeeps hier. Mach den Panzer im Arsch. Oh, sehr gut. Okay, die drei können den Grenadier platt machen. Ihr seht, die explodieren hier auch, die Grenadiere. Das heißt, auch da aufpassen mit Kettenreaktionen. Aber das kennt man ja. Das. Wer ballert denn hier? Oh, mach mal die Mannequin da platt. So. Wer ballert denn da, ey? Nicht auf die Zivilisten schießen. Was macht ihr denn da? Die armen Bürger hier. So, den mal platt da, los. Tja, da würde ich mal sagen. Jeeps, vier Jeeps gegen einen Jeep, das passt schon. Kriegen wir hin. Zack. So, sehr gut. Der Rest ist ja wirklich nur noch Anti-Minikin-Einheiten hier, ne? So. Diese WMTs hier, die sind nämlich schwerer gepanzert. Schaut euch das an, Leute. So, sehr schwer platt zu kriegen, aber kriegen wir auch so hin. Ja, da sind nämlich die fünf Minikin drin. Oder auch nicht, okay. Auch interessant. Okay, dann machen wir doch diesen Jeep da platt und dann haben wir es doch schon fast. Einmal taktisch ein bisschen mehr nachdenken, ey, dann kriegt man das auch viel einfacher hin hier. So, Leute. Dann hier noch das Mannequin da platt machen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich mir die jetzt hier und fahre dahin. Fahre dahin. So, auf den DMT los. Nicht überfahren! Ach, Penner, ey, das ist doch ein Penner, wirklich. Jetzt habe ich nur noch Raketen. Nur noch Raketentypen. Oh, Leute. Der hat's wieder geschafft, ne? Der hat's wieder geschafft, der Sack. Grenadiere gegen Raketentypen, das geht nicht, Leute. Kann ich wieder neu starten, wegen diesem blöden... Ach, Mann. Ach, wegen diesem blöden BMT, Leute, wirklich. Dieser blöde BMT. Oh Mann, ist das peinlich. Naja, gut. Ich habe halt Tiberium-Konflikt lange nicht mehr gespielt. Ne? Das kann man so ein bisschen als Ausrede gelten lassen, denke ich mal. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier weiter. Diesen Panzer da gleich weg. Ne? Ja. So, Karte aufdecken. Da macht den weg. So. So, dann zack, da ist der Panzer. So, beschädigt einfach den Panzer. So. Ja, oder so. Okay, liebe Leute. Da würde ich mal sagen. Und immer dahin. Die dritte Mission ist echt schwer, muss ich sagen. So. Mannequin kommt mal schneller. So. Und zack. Sehr schön. Der Panzer ist schon mal weg, Leute. Das ist doch schon mal gut. Alles klar, dann würde ich die jetzt nehmen hier. Und weitermachen. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier nicht mehr weiterkommen. So.
So, das ist ein bisschen quirlig hier, muss ich sagen. So, dann den, dann den, dann den. So. Einer ist weg, aber gut, da kriegen wir hin. Das kriegen wir schon hin hier. So. Da unten, ne? Ja. So. Wehrt euch doch mal, Bürger. So. Mach die platt hier los. Wir haben die Bürgerarmee auf unserer Seite, ey. Die Heilsarmee. Krass. Bürgerwehr. Schon klar. Oh Mann. Na gut. Weil dann würde ich mal sagen. Ziehen wir die mal nach. Selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Diese Bürger hier. Ey. Ey, 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 ey. Blöder Jeep da, ne? Ja. Ja, mach den platt, Hund. Mach den doch mal platt da. So, dann zieh den mal hier rein. Und hier, ihr helft dem mal. So, zack. Sehr gut. Sehr schön, liebe Leute. Dann. Ja, Grenadier. Zack. Wegmachen. So. Gut. Ich speichere das Ding das erste Mal, würde ich sagen. Mission 4 Not. So. Gut, Leute. Dann brauchen wir noch unsere Einheiten. Die Raketentypen. Nein, mach doch kein 1 gegen 1 gegen den blöden Jeep hier. Mach doch... Lass doch die Raketentypen helfen. So. Genau. Die Raketentypen und... was macht ihr denn da, ihr Einheiten? Ja, die KI hier, die ist genauso blöd... wie im ersten Teil, also wie in Alarmstufe Rot. Jo. Kriegt es auch nicht hin, hier vernünftig zu agieren. Selbstverständlich. So, dann würde ich sagen, die Raketen, Manneken, die machen wir diesen Jeep da platt. So. Gut, und hier, zack. So. Dumm. Dumm, dumm. Der, die Mucke ist auch geil hier, ey. So, dann haben wir hier jetzt noch. So. Gut, da fährt dieser BMT. So, zack. Weg mit dem Manneken. Jetzt lasst euch nicht wieder überfahren von dem. So, weg damit. Sehr schön, Leute. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt habe ich wieder nur... Boah, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr, ich habe schon... Das kann doch nicht sein. Leute! Was ist denn mit euch los? Seid ihr doof? Da muss ich aber die Spielgeschwindigkeit mal ein bisschen runtersetzen, wa? Dass das so ist, hätte ich es auch nicht gedacht, tatsächlich. Wäre halt gut, wenn man mal was sehen würde, ne? So. Da ist ein Jeep. So. Dann muss ich jetzt mit diesen paar Einheiten hier alles platt machen. Ja, toll. Auch keine Kiste oder so. Und du blödes Manneken. Lauf nicht ins Tiberium rein, Mann. So, der Grenadier. Auch viel aus, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier die Gewehreinheiten, dass die hier daneben schießen können, tatsächlich, ja. Habe ich irgendwie so das Gefühl. So. Oh Mann, so. Das ist wieder mein Lieblings-Soundtrack hier. Genau, mit dem Soundtrack kann es doch nur gut werden, Leute. So. Die können da drauf ballern, oder? Nein, können sie nicht. Oh Mann. Doch, können sie. Gut. So. Der Jeep ist weg. So, dann brauche ich die hier für die Manneken gleich, Mann. Ich brauche die gleich für die Manneken. So, da, genau. Grenadier. Zack. Die machen auch so viel Schaden, ne? Die Grenadiere. Da kommt der BMT. Leute, da kommt der BMT. So. So, und drauf da.
So. Sehr schön. Und ihr müsst mal weglaufen. Ganz genau. Oh, das sieht doch schon besser aus. Puh. Sie verstehen mich. Irgendwann, Leute. So. Das ist wieder ein Schütze. Grenadier da oben. Die nerven schon. Ja, die Grenadiere, die nerven. Ach du Kacke, da oben, ja. Der Einsatz ist fehlgeschlagen. Hä? Warum das denn? Warum das denn? Ich hatte doch noch Einheiten gehabt. Was zur Hölle? Was ist das für eine Mission? So. Finden Sie das Dorf und zerstören Sie es. Ich soll nur wohl nur ein Dorf platt machen. Ja. Aha, okay. Verständlich. So. Wir sollen also nur ein Dorf platt machen. Wir müssen gar nicht alle hier platt machen. Okay. Oh, mach den kaputt. Los. Wir müssen nur ein Dorf platt machen. Ah, so. Ja, dann. Das ist doch hier oben dann das. Ja, dann probier das halt nochmal. So. Ja, macht ihr mal. So. Jetzt macht doch den platt da. Mensch. Oh, Leute. So krass. Was ist das für eine Mission, ey? Ich werde hier gerade echt nicht mehr... fertig, ne? Das ist irgendwie... Was für ein Dorf ist denn das? Ja? Das hier ist es nicht. Oder? Das ist es nicht, ne? Selbstverständlich. So, dann... Dann den da. Ja, platt machen. So. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. So. Was meinen die mit Dorf zerstören? Boah, Leute. So, wegmachen. 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 Wo sind die Raketentypen? Ich glaube, die muss ich beschützen oder so. Lauf mal mit den Bürgern nach vorne. Mal gucken. Ach, da ist schon wieder dieser... Diese blöden Grenadiere. Warum? Warum? Das verstehe ich jetzt echt nicht, Leute. Wiederhol die nochmal, die Mission. Es tut mir leid, aber ich werde jetzt in dieser Folge diese Mission definitiv fertig machen. Was ist denn hier los? Was soll denn das? Was soll denn der Scheiß? Das ist jetzt gerade echt interessant, diese Mission. Muss ich sagen. Also, wenn man die nicht schafft, dann fahrt ihr mal zurück. Da. Ihr Motorräder. So, zack. Aber was für ein Dorf muss ich denn hier platt machen, hä? Was für ein Dorf muss ich denn hier platt machen? Fahrt ihr mal da oben hin. Einfach mal nur so durchfahren. Mal gucken. Fahrt ihr weiter. Das muss ich platt machen, ne? Das Dorf hier muss ich platt machen, tatsächlich. Ja. Dieses Dorf da muss ich platt machen. So, Leute. Dieses Dorf da muss ich noch platt machen. Aber schaut euch mal an, wie viele Einheiten die hier haben, ey. Das ist doch übel. So, wir müssen einfach nur das Dorf da platt machen. So. Dann kommen die jetzt wahrscheinlich alle hier eingeschissen, oder? Ne, kommen sie nicht. Okay, interessant, Leute. Was ist das denn? Ah, schaut mal, wir können mit Rechtsklick arbeiten. Kein 1 gegen 1. Hörst du auf? Schieß doch den mal kaputt da, los. So, dann lass die mal nacheinander kommen hier. Das kann doch nicht sein. So, einfach auf direktem Wege hier. Einfach auf direktem Wege dahin. So. Das muss doch gut gehen. Wo ist eigentlich der Panzer hin? Der hat sich verpisst, ne? Der Panzer hat sich verzogen, ja? Interessant. So. Wir müssen einfach nur auf direktem Wege dahin, ey. So, dann... Oh nein! Was zur Hölle? Wie viele Einheiten sind denn hier, ey? Mensch. So, Leute.
Da sind die fünf Manniken drin. Ja, toll. Ja. So, okay. Alles gut. Okay, dann. Wo ist der Panzer? Da sind die Grenadiere. Zack. So, zack. Wo ist der Panzer? Der Panzer ist weg. Da ist er doch. Da ist er doch. Na gut. Oh, nicht kein 1 gegen 1 hier. Da ist der Panzer. Da ist der Panzer. Jetzt muss ich da... Jetzt darf ich den nicht mich überfahren lassen hier. Und? Oh, gut. Gut, sehr gut. Oh, putz, putz, putz. Mach den. Nein! Keine Schützen. Keine Schützen, bitte. Der macht mir hier alle platt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Spielladen. Nein. Boah, ich habe echt schon voll die Probleme. Ja, ich mache diese Folge Überlänge. Ich habe echt schon voll die Probleme, ne? Ist nicht wahr, Leute. Ist nicht wahr. Da kommen immer neue Einheiten. Ich werde einfach erstmal die Jeeps nehmen. So. Erstmal die Jeeps nehmen hier. So. Zerstören Sie das feindliche Dorf. Ja. So. So. Einfach mal die ganzen Minikin hier mal platt machen mit. So. Muss hier echt taktisch vorgehen, ne? Ja, mach halt diesen Jeep da platt. Bus. Putz. Auch den Mannequin da platt. So. Das ist echt schwierig, muss ich sagen. Also die vierte Mission der Not ist echt schwierig. Hätte ich so nicht erwartet. Echt voll nicht erwartet hier. Ach ja, die Bocke ist geil, Leute. Da ist der blöde Panzer. So. Da ist der blöde Panzer. So. Dann fahrt mal zurück. Da ist nämlich dieser scheiß Panzer. So. Kommt der echt mit dem Panzer an, ey. Wer erwartet denn sowas? Naja, gut. No mercy. Mercy is for the weak. Genau. Oh, Mann. Leute. So, dann macht ihr mal platt. So. So. Habe ich noch zwei Motorräder tatsächlich. Übrig. Ja, okay. Ach, das Mannequin da platt. Und vor allem die beiden hier erstmal. So, zack. Ja, und hier. Dann habe ich aber auch echt wieder nur noch ein paar Einheiten, ne? So, zack. Ach, Mensch, was soll denn das hier? Das ist ja wohl eine komische Mission hier. Als vierte Mission schon so schwer. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. So. Aber gut, dieses Mal müssen wir es doch schaffen. Jetzt müssen wir es doch schaffen, ey. So. So, den Jeep da platt machen. Und dann gleich diesen BMT. So. Und dann diesen BMT wegmachen. Kommt. Komm schon, mach den platt, ey. Da sind die fünf Wenigen drin, ne? Ey, da sind nur die Bürger drin. Ah, verdammt, ey. So, aber... Lass den mal ein bisschen laufen hier. Das ist eine Verstärkung, die der kriegt. Ne? Das sind Spawner. Auch nicht schlecht. Das sind Spawner-Einheiten. So, ja dann. Mach den mal platt. Mach die platt jetzt. Okay, gut. Das ist aber nicht schlimm. Die kriege ich mit meinen 6 Schützen hin. So, Leute. Ja, diese Folge wird Überlänge haben. Weil ich das nicht auf mir sitzen lasse, dass ich in der vierten Mission jetzt schon hier so Probleme habe. Definitiv nicht, Leute. Wenn er dir platt macht. Oh, sind die schwach, ey. Die Schützen sind so schwach gegen die Grenadiere, ey. Es ist doch unfassbar. So. Dann hier jetzt. Die sind so schwach. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. Die Schützen sind so scheiße schwach.
Ja, toll. Jetzt habe ich hier jede Menge Grenadiere und nur noch Raketeneinheiten. Toll. Toll. So. Zwei Grenadiere noch da hinten. Nee. Ach, Mensch. Dann zieh die mal ein bisschen raus da. So. Die Grenadiere, die sind so übel. Mensch. Ich kriege ja auch keine Verstärkung hier, ne? Das ist irgendwie bescheuert. So. Ja, jetzt kommt er natürlich, ne? Da kommt er natürlich jetzt mit seinen Grenadieren. Jetzt werde ich platt gemacht. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch echt scheiße. Ich habe hier Techniker, aber was soll ich mit denen? Die können doch nichts machen, ey. Ich habe alle platt gemacht, aber diese Grenadiere, die kriege ich damit nicht. Die können ja auch nicht schießen, ne? Die können nicht schießen, ne? Keine Ahnung, Neustart. Scheiße. Das wird schon die erste XXL-Folge, ja. Ach Mann, ach Mann. Zweite Folge und dann schon so Probleme, ey. Jawohl, Sir. Wie soll ich das denn machen jetzt? Wie soll ich das jetzt machen? Jawohl, Sir. Ich muss mir da irgendwas überlegen, Leute. Ich muss mir da echt irgendwas überlegen. So. Einfach ein bisschen geschickter mit den Einheiten hier umgehen, ne? So. Das habe ich noch so in Erinnerung, dass der Tibirum-Konflikt scheiße schwer ist, ey. So. Mach die platt. So, irgendwann kommt doch gleich der Panzer wieder. Mucke. So. So, dann macht ihr erstmal bitte hier diese Minikon platt. So. Gegen Jeeps, gegen Jeep? Ja, komm, dann mach ihn platt. Platt gehen wir bitte hier runter. So. So. Dann kommt jetzt gleich dieser blöde Panzer, ne? Was zur... Kommt der denn her? Mann. So, egal. Das passt schon so. So, wo bleibt der blöde Panzer? Ach du Kacke, was machen die denn da? haltet die mal davon ab, los. So. Ach du Scheiße. So. Alles klar, dann... Direkt mal da hoch, ne? Direkt da hoch und diese scheiß Grenadiere hier platt machen. So. Überall Grenadiere, ey. So. Überall Grenadiere. So. Da kommen die Jeeps jetzt an? Okay, die Jeeps, die kann ich aber jetzt reinziehen. Ja, danke. Fahr doch nach Hause! Leute, zieh die einfach hier in die... Raketeneinheiten rein. Einfach hier reinziehen, mein Gott. So, genau. Jetzt gleich kommt der Panzer. Da ist der Panzer. So. Mach den Panzer platt. Sehr schön. Und der BMT auch. Okay. Oh, das sieht gut aus, Leute. Das sieht verdammt gut aus. Speichern. Nein, nein. Mission... 4 Not. Das sieht verdammt gut aus. Das sieht verdammt nochmal gut aus, Leute. So. Jetzt muss das nochmal klappen. 40 Minuten schon, ey. Häng ich hier an dieser vierten Mission. Da, dann. Da stehen aber, glaube ich, noch welche, ne? Da stehen noch Grenadiere. Ja, da stehen noch Grenadiere. So. Boah, bitte. So, dann macht ihn platt. Kommt. Okay. So, haben wir's dann. Ah, da kommt er noch. Da kommt er noch. Aber jetzt passt das. Jetzt passt das, Leute. Wir müssen einfach... Da sind Einheiten drin. Warum sind da Mannequin drin? Ist ja wohl nicht wahr. Gut. So, jetzt haben wir's aber. Meine Fresse, ey. Da sind Manneken drin. Warum sind da Manneken drin? Wie realistisch ist das denn, ey? In Zivilgebäuden die Eieinheiten. Ist ja wohl nicht wahr. So.
So. Zack. Hier oben die Kirche noch. So. Und zack. Zack, genau. Wir müssen hier einfach alle Gebäude platt machen. So, zack. Was ist das? Was ist das? Tracer Tets. Naja, gut. Okay. So, haben wir es jetzt. Komische Mission hier, ey. Wirklich. Na gut. Muss halt auch mal sein, ne? So, Leute. Dann nächstes Gebäude platt machen hier. Das ist ein Mannequin. Warum kommen da Schützen raus? So, jetzt aber. Jetzt aber. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Das war aber eine krasse Mission. Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen, Bonusgalerie freischalten. Oh Mann. Alles klar, dann haben wir die Mission. Boah. Nicht schlecht, aber dafür sehen wir auch unseren Erfolg hier. Okay, Leute. Wir gehen beim nächsten Mal hier hin. Aber erstmal noch in die Bonusgalerie. Hier, zack. So, Eric Gooch bei einer Pause von den Dreharbeiten. Eric verbrachte ein Wochenende damit, seinen eigenen dreistufigen Rundum-Arbeitsplatz zu bauen, den man im Hintergrund sieht. Cool. Ach, schön alte Technik hier. Gut, Leute, würde ich sagen. Und diese Drecksmission ähnlich geschafft. Am Boden, okay. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke klingeln. Würde mich sehr freuen und ja. Da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.